Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. Bevor ich jetzt frage, nein, es ist keine neue Welt. Und nein, der Server ist nicht gecrashed. Bloß gibt momentan ein paar Probleme auf den Server zu joinen. Deswegen hatte ich mir gedacht, mach ich mal eine kleine Creative-Folge, da ich gebeten wurde, ja, mit dem Mod Factorization meine Erzverarbeitung zu machen. Aber ich finde, dass man darüber nicht so gut im Let's Play eine Erzverarbeitung machen kann, wollte ich das Ganze heute dann einmal so zeigen, wie das aufgebaut wird. Und zwar erstmal hier die ganzen Bücher weg. Steht hier in diesem Factorization Manual, steht soweit alles drin, was man wissen muss. Awesome Materials. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Hier ist mal Spaß beiseite, auf jeden Fall. Kann man hier, ist das so ziemlich das, in Anführungszeichen, Ingame-Wiki zu dem Mod. Also es ist schon einiges, steht schon einiges da drin, wie man Energie bekommt, hier Charge Energy und so weiter, Generation. Und ich würde sagen, das werden wir uns mal hier aufbauen, damit wir so eine kleine Vorstellung davon haben. Und zwar, wo haben wir sie? Brauchen wir als allererstes, bin ich jetzt gerade blind? Block of Silver. Waterbile brauchen wir. Wir brauchen eine Steam Turbine. Ich versende schon die. Ja, das sind die. So, das ist ziemlich alles, was wir brauchen, aber das Wichtigste ist dann halt immer. Nee, kein Enderauge. Ein Wassereimer. Also, wir stellen den Waterboiler einmal hier hin. Machen mal eine grundlegende Fläche. Und die kann dann jetzt erstmal hier mit Wasser aufgefüllt werden. So, das sollte es dann auch schon hier gewesen sein. Sehr schön. Also, jetzt haben wir hier den Waterboiler. Kann man nicht reinschauen. Da sieht man es aber fein, der zieht sich dann immer von unten Wasser. Das wird dann weitergegeben in die Steam Turbine. Aber nur der Dampf. Das heißt, wir müssen Dampf erzeugen, also brauchen wir Hitze. Und dafür sind die Spiegel da. Die richten sich dann halt, wenn man sie aufstellt, alle automatisch aus. Okay, dann machen wir hier die Ecken doch nochmal weg. Gut, die kommen dann halt hier alle so hin. Einmal im Kreis. So, und wir erzeugen hier Steam. So, was kann mit dieser Steam Turbine gemacht werden? Wenn wir dann mal zurückgehen und uns hier die Steam Turbine mal anschauen, Convert Steam to Charge. Was bedeutet das? Wir haben hier einen. Ah, jetzt ist es aber schon voll. Gibt es noch einen leeren Batterieblock? Ich würde es hoffen. Komm schon, ich glaube an dich. Hallo, Annie. Ah, danke. Nehmen wir uns mal hier so einen Low Charge. Ist jetzt schon voll oder? Low Charge. Auf jeden Fall, die Steam Turbine sorgt jetzt dafür, dass wir hier darüber Strom bekommen. In diesem Battery Block. So, das ist erstmal die grundlegende Stromversorgung. Jetzt nehmen wir uns aber mal hier so eine volle Battery Block. Nehmen uns Lead Wire, das ist die die Stromleitung. Wird dann einfach so angeschlossen. So, wenn wir uns jetzt mal hier so ein Erz anschauen, nehmen wir mal hier Gold. Schauen wir uns das mal an. Grindstone, bla bla bla. So, im Lazarator bekommen wir aus einem Goldohr Dirty Gold Gravel Ohr. Okay, suchen wir mal. Lazarator. Findet da nichts. Ja, und jetzt nicht, weil es eine Eier rumspackt, sondern der findet da generell nichts. Und zwar, wie man hier so schon sieht, brauchen wir einen Socket Block, einen Motor und einen Diamond Cutting Head. So,
Also zurück dazu. Tun wir das hier ganz sicher mal weg, außer das können wir noch brauchen. Jetzt kommen die Slimes an, weg mit euch. Okay, also wir brauchen einen Diamond Cutting Head, einen Motor und wo haben wir das letzte? Hier einen Socket Block. So, Socket Block, Motor und Diamond Cutting Head. So, das ist jetzt so das grundlegende Lazarat. Und wenn wir da jetzt so ein Golderz draufklatschen sollten, das Ganze mit Strom verbinden, dann sollte das jetzt eigentlich. Och, Slimes, haut doch mal ab. Ah, ja, natürlich. Kleiner Denkfehler noch von mir. Der braucht noch eine Truhe, wo der das Ganze ausgeben kann. Socket Block, Motor, so und dann kann man das hier nochmal. Bin ich jetzt gerade total auf den Kopf gefallen? Da sieht man es wieder. Kompetenz FCW. Das war ja jetzt wieder sowas von klar. Weißt du, ich lese mir die Mods sogar echt nochmal durch und dann passiert sowas. Ich hatte das aber schon mal so weit, dass es gelaufen ist. Wieso arbeitet er jetzt nicht? Oder war das daneben? Ah, okay. So, da sehen wir jetzt hier. Er hat das Gold zerschreddert, können wir gerne nochmal zeigen. Und er macht daraus Dirty Gold Gravel. Das holen wir uns hier mal raus und jetzt können wir anschauen. Das können wir dann mit Wasser reinigen. So clean Gold Gravel, brauchen wir 8 Stück für oder 1. Oder wir schmelzen es schon direkt. Oder wir schmelzen es im Slack von uns, kriegen noch einen Dirt zu 20%. Und so weiter. Aber grundlegend müssen wir das jetzt erstmal reinigen. So clean Gold Gravel. Schmeißen wir das mal weg. Gehen dann einmal zurück zu Factorization und nehmen uns einen Clean Gold Gravel. So, schauen wir uns das mal an. Das können wir jetzt entweder schmelzen oder im Slack Furnace zu Videos Goldchunks machen oder wieder schmelzen und schmelzen. Ich würde sagen, schauen wir uns mal den Slack Furnace an. Das ist dieser feine Apparello. Den klatschen wir dann einmal hier hin. Der braucht dann halt wieder ein bisschen Treibstoff. Was haben wir denn hier? Komm, gönnen wir den mal einen Lava-Eimer. Tun wir das mal da rein. Und ich mache mal ganz schnell einen Stack davon. Und jetzt heißt es abwarten. Und wir haben einen Reduced Gold Chunk. Lassen wir mal ein bisschen weiter laufen. Und derzeit können wir uns mal anschauen, was der Reduced Gold Chunk kann. Den können wir dann halt wieder schmelzen. Oder im Crystallizer zu einem Crystalline Gold machen. So, schauen wir mal. Ja, den lassen wir dann mal durchlaufen. Factorization, wir brauchen den Crystallizer. Das ist dieser Apparello. So, Crystallizer. Tun wir das rein. Und ja, wieso macht er jetzt nichts? Weil der etwas ganz Besonderes braucht. Der braucht Aqua Regia. Was ist Aqua Regia? Das ist eine Mischung aus einer Sulfuric Acid, Netherrack Powder und Fire Charge oder Blaze Powder und Fire Charge. So, erste Frage, was ist Netherrack Powder? Netherrack Powder ist einfach Netherrack, was im Lacerator verarbeitet wurde oder Lacerator. Ich nenne Lacerator. Nächste Frage, was ist Sulfuric Acid? Bekommt man, wenn wir einen Sulfurdust und eine Kohle in einer Wasserflasche verbinden oder zwei Gunpowder eine Kohle. Nehmen wir uns das einfach mal hier raus und tun das dann dazu. So, jetzt macht er immer noch nichts. Schauen wir mal zwischenzeit. Jetzt haben wir hier auch schon so ein Abfallprodukt bekommen, so ein zweiteres. Können wir auch nochmal dazu tun. Aber wieso arbeitet der jetzt trotzdem nicht?
weil der noch etwas braucht. Und zwar muss ich das mal ganz schnell rausholen. Wo haben wir es? Ah, wir brauchen einen Furnace Eater. Den klatschen wir da ran. Der wird bepowert. Und siehe da, erarbeitet. Das lassen wir dann auch einmal durchlaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sich das mit dem Aquaregia verhält, ob man das nur einmal machen muss und dann ist gut. Oder ob das sich irgendwann verbraucht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nach ein paar Durchgängen noch da bleibt. Bin ich jetzt gerade doof? Ah, oh, ja, ich war doof. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass der Prozess anfängt, aber ich glaube, den können wir mit weiteren Furnace-Heatern dann beschleunigen. So habe ich das auf jeden Fall manchmal gelesen. Klingt aber auch logisch. Aber will anscheinend nicht. Auf jeden Fall, dies ist halt erstmal der Prozess und wir können uns dann schon mal hier das kristalline Gold rausnehmen und anschauen, was man damit machen kann. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Also einfach nur noch dieses kristalline Gold schmelzen und ihr habt die Erzproduktion von Factory Station fertig. Und folgende Erze könnt ihr damit noch verarbeiten. Ihr könnt Iron verarbeiten, Gold, wie wir gemacht haben, Lead, Zinn, Copper, Silver, Kobalt, Arite und Dark Iron könnt ihr verarbeiten. So. Das war soweit eigentlich die Erzverarbeitung von Factorization. Was es da jetzt noch so gibt, wollte ich jetzt eher nicht drauf eingehen, aber das ist eigentlich so grundlegend, was man damit so machen kann. Und mein Problem ist halt, warum ich das jetzt nicht in der Modsalze aufgebaut habe. Ich wüsste nicht, wie ich das unterbringen sollte. Ich meine hier den Furnace Heater, die Steam Boiler mit dem Water Boiler. Ist ja alles kein Problem, aber ich wüsste echt nicht, wie ich das Ganze verbinden sollte und dementsprechend wollte ich das dann auch erstmal lassen. Ich meine, sieht zwar recht cool aus. Kribbelt. Ja, aber an der Zeit sieht man nicht auch schon, man kommt auch schon ordentlich was raus. Ja, ich würde sagen, wenn euch diese kurze, aber kleine Erklärungsfolge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schauen wir mal ganz kurz, ob es fertig ist. Nee, das dauert ja schon noch länger. Ah, schon, das kann man da so ganz klein sehen. Finde ich ja cool gemacht. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut dann auch nochmal mit Sigurin vorbei, der wird sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und ich würde sagen, wenn ihr weiterhin wollt, dass ich nochmal so ab und zu so kleine Vorstellungen mache, schreibt es ja auch noch in die Kommentare. Würde ich bestimmt mich nochmal dazu bereit erklären. Und dann geht es auch schon weiter. Demnächst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.